Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen, damit es nicht irgendwie entgleist? Danke, das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Keine Sorge. Was auch passiert, wir kommen mit der Situation klar. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Glaub mir, ich hoffe es wirklich sehr. Ich sag dir was, die Leute in meiner Division reden über Zoe. Sie hat jede Menge Einfluss. Okay, vermutlich hast du recht. Tief durchatmen. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich? Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst, also... Soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Thank you.
Ebene. Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Ordentliche Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Wir haben das gleich erledigt. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Zoe, ich weiß, wie man... Ignoriere sie und geh zu Kasten 45A, okay? Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf.
Danke für alles. Du kannst mir jetzt geben, was du gefunden hast. Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Klasse! Ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Scheiße.